Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei sunnyblog.de. Mein Name ist Sunny und wir sind heute wieder bei Familie Schneider, unserer Party of Eight Challenge. Geh mal schlafen, Mädchen. Nee, nicht Fernsehen, geh mal schlafen jetzt. So, wir haben ja jetzt im Prinzip die vier großen Geschwister raus aus der Schule. Max studiert schon. Isabel hat ihre Bewerbung abgeschickt. Ja, sehr gut. Isabel hat ihre Bewerbung abgeschickt. Michael hat. Seine Stipendien beantragt quasi. Und Max ist im Prinzip schon voll drin in der ganzen Geschichte. Geh mal erstmal schlafen, lieber doch. Hunger hast du noch? Dann gucken wir doch mal, ob wir hier noch was finden. Max. Okay. So, Michael hat jetzt auch einen Job, allerdings ist der nur Samstag, Sonntag, dafür aber relativ gut bezahlt. Was denn nun wieder? Hast du wieder Monster oder was? Nee, du musst mal. Beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Bauprobleme. Bam, 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 bam. Wo gehst du jetzt hin? Schneemann. Ihr immer mit euren Schneemännern. So, und du? Gehst bitte wieder ins Bett. Du bist ein leerer Teller. Hast du dir jetzt einen leeren Teller rausgeholt oder was? Du musst noch schnell was essen und dann auch ins Bett gehen. Du musst nämlich zur Vorlesung. Genau, ess mal noch schnell. Und dann geh's schnell. Guck mal, wenn dir das noch so gut geht, dann kannst du ja noch mal ein bisschen da. Das haben wir schon. Isabel muss bald auf Arbeit sein. Genau, wach mal auf. Nimm dir auch noch mal ein paar Reste. Findet sich bestimmt noch was, damit du nachher auf Arbeit gehst. Auch Isabel arbeitet ja jetzt. Auch nur im Nebenjob. Aber immerhin. So, und du gehst auch noch mal schnell ein bisschen schlafen. Und dann müssen wir aufpassen, dass er heute die Vorlesung nicht verpasst. Er muss 9.30 Uhr. Ja, dann mal zu. Glücklicherweise ist ja irgendwie immer irgendjemand wach. Es taugt noch nicht. Wir haben zwar schon den dritten Tag Frühling, aber bisher taut es noch nicht. Besserung fertig.
können wir noch was verbessern? Nee. 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 Du kannst hier mal verdammtes Essen aussortieren. Und Isabel düst zur Arbeit. Und verbessern. Verstärkte Tür, okay. Dann kannst du das mal reparieren. Mal. Michael kann, genau. Wo ist denn schon wieder hin? Kampf gegen die, okay. Okay. Michael, bist du so gut und misst das einmal auf. Sehr gut. So, dann kannst du jetzt mal ein Bad nehmen. Was ist denn da draußen? Hey. Was Aufgaben hat der alle schon fertig? Genau. Noch Zusatzaufgaben? Nee, auch nicht. Na gut. Du hast noch ein Schulprojekt hier drin. Das ist Evelyn Ears. Dann haben wir jetzt auch nicht den Platz, da beides auch noch hinzustellen. Das habt ihr alle noch, ne? Ist aber nicht wirklich weit. Es taucht. Endlich. Das sind die ganzen Schneemänner aus Waldgeschichte. Gott sei Dank. Aber naja, es ist halt ein Haushalt mit 7 Kindern. Beziehungsweise 8 Kindern und jungen Erwachsenen. Ich weiß gar nicht, Michelle ist die nicht hier mittlerweile? Ist doch. Nee. So, dann kannst du gleich nochmal alles ernten und alle gießen. Dann können wir nämlich wieder ein bisschen was verkaufen. Okay, Michael, reicht. Isabel hat 90 Simoleons mit nach Hause gebracht. Okay. Okay. Geh mal lieber schnell hier hin. So. Merkst du, geht das? Was wollt ihr denn alle hier hinten? Noch mal gucken, wie der Schneemann aussieht oder was? Ja, es taut. Cool, ne? Lebensstil im Aufbau. Michelle. Okay. Welchen denn? Man weiß noch nicht. Okay, Isabel, du bist soweit fertig. Okay, ihr müsst auch aufstehen. Das nützt alles nichts. Ihr müsst zur Schule. Du einmal. Ich
Wetterbericht ansehen. So, Max. Vielleicht solltest du auch noch mal kurz baden. Dann würde ich ganz gerne mal, dass wir das Haus auch mal ein bisschen noch erweitern. Damit wir das Bad einfach größer machen können. Weil ich gerade am Überlegen bin, ob wir. Im Prinzip hier das Bad vergrößern. Und dann noch eine Dusche reinstellen. Und die Küche dann hier hinten irgendwo hinbauen. Na, wir gucken mal. So, wie schaut's aus hier? Freund der Sonne. Ein bisschen Zeit hast du noch? Du könntest dich auch hier hinsetzen, ne? Ich habe aber auch schon bezahlt, ne? Dann lassen wir Michael mal angeln. Und ernten. Und dann können wir ja auch hier 115, das ist gut. Und haben wir. Ist gut jetzt. Du musst zur Uni. So, haben wir. Wir haben Pilze, haben wir noch. Aber wir können ja noch mal. Jetzt werden hier rein tun. So, und dann können wir den Rest hier auf. Das können wir auch verkaufen. So, was war jetzt? Unterricht beginnt. Post wurde zugestellt. Isabel wartet schon ganz dringend auf Post. Die Spannung steigt. Isabel hat alles aus dem Briefkasten geholt. Oh, warte mal. Das ist Michaels. Michael? Das Michael? Kannst du gleich in. Es tut uns leid, dir mitteilen zu müssen, dass das die freie Natur steht. Na toll. Das kann also weg. Dann gucken wir mal hier. Glückwunsch! Michael hat das Bildung für alle Stipendium im Wert von 500 Simoleons erhalten. Das ist gut. Das ist gut. Hast du nicht noch eine? Muss doch eh gleich wieder los. Bleibt doch gleich in der Uni. Öffnen. Das Willow Creek Stipendium auch nicht. Schade. Und Clay ist ein besserer Schüler geworden. Und das leider auch nicht. Okay, aber eins zumindest.
Dann pass mal auf, dann kannst du dich an der Uni bewerben. Auf, dann lass das mit dem anderen jetzt auch mal sein. Dann kannst du das öffnen. Meine Voodoo-Puppe, wir haben eine Voodoo-Puppe. Die bringt voll viel. Warte. Achso, du brauchst hier ein großes Stipendium. Dein Telefon. Eva wurde während des Unterrichts beim Spielen auf dem eine Warnung. Okay, auch diese Bewerbung ist unterwegs. Und ein Ghostboy. Und die verkaufen wir auch. Und die kannst du weiterentwickeln. Jetzt hat hier noch was. Nee. Okay. Dann werden wir Michael noch mal ein bisschen schicken. Und zwar. Okay. Nein. Ernten. Bräuche. Graben. Okay. Max ist auch wieder zu Hause. Und guck mal ein bisschen Comedy-Kanal, mal gucken, ob der so ein bisschen Spaß macht. Hier kannst du auch noch mal alles ernten. Ernten, graben, ansehen beim Wässern. Hier ist auch noch mal ein Frosch zum Suchen. Und da ist er. Noch mal ernten. Wir spielen. Spaß steigt jedenfalls. Na denn. So, du hast dich schon beworben. So, dann bitte doch mal Isabel um Feedback, wenn ihr hier sowieso am Quallen seid. So, noch eine? Ach hey. Nein, mal schlafen schicken sollen. Wo willst du hin? Hier oben noch, ne?
Da ist nichts. Da können wir noch. Da können wir noch. Evelyn hat eine 2. Sehr gut. Okay. Er ist jetzt in der Vorlesung. Und Anton 3. Ernten. Eigentlich immer noch ein Frosch eigentlich. Oder wechselt das? Es irritiert immer voll, dass das Teil glitzert. Da hast du schon, genau. Und dann kannst du noch graben. Und Bewältigung der Aggression. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Mach Sport. Einfach mach Sport. Ja, da ist nichts mehr, aber da kannst du noch graben und dann geht's ab nach Hause. So. Gucken wir mal, wie schaut's denn hier aus. Okay. Er ist schlafen gegangen. Ihm geht's eigentlich ganz gut. Genau, du kannst danach direkt mal mit deinen Hausaufgaben anfangen. Michelle, wie geht's dir? Okay. Du kannst einmal verwenden. Und du bist noch am Baden. Und Michael. Schau mal, hier kannst du dir Eier und Toast nehmen. So. Wenn Max jetzt wieder zu Hause ist, dann geht er jetzt ins Bett. So, du kannst auch schon mal deine Hausaufgaben machen. Mach ehrlich, du bist draußen. Michelle, musst du nicht auf Arbeit? Noch nicht ganz. Nee, gerade nicht. So, dann sortieren wir mal ein bisschen. Calvin hat seine Hausaufgaben fertig. Wunderbar. Magst du sie auch noch machen? Keine Zusatzaufgaben? Max muss, oh Gott, das ist aber dann echt ein harter Tag für ihn. Jetzt auch noch nachher gleich arbeiten muss. Schnell noch ein bisschen schlafen. So. Jetzt sortieren wir erstmal. Was hast du denn hier alles gefunden? Du hast 12 Frösche gefunden. So. Das ist das erste. Dann hast du Löwenmäulchen. Moment, jetzt muss ich einmal gucken, was wir hier draußen angepflanzt haben selber. Apfelbaum, noch ein Apfelbaum, Glockenblumen, Löwenmäulchen. Das heißt, Löwenmäulchen und Glockenblumen können weg. 240. So, Erdbeeren können auch weg. Da haben wir auch noch genug. Außerdem haben wir hier selber Erdbeersträucher. Genau. So, Pilze haben wir auch. Tonklumpen brauchen wir auch nicht. Okay.
Haben wir fast 2000 Simoleons gemacht heute. Dann werden wir mal das Ganze ein bisschen komfortabler gestalten für die Herrschaften. Und ich mache das Ganze im Speedbuild, damit das nicht so langweilig wird. Deswegen halte ich jetzt mal meine Klappe und ja, dann geht es los. Danach hören wir uns wieder. Bis gleich!
So, da sind wir wieder. Ich habe, um das einmal ein bisschen zu zeigen, ich habe dem jetzt eine kleine Küche schon mal gebaut. Wir haben jetzt auch eine neue Theke bekommen von mir. Ich würde gerne noch eine zweite dazu setzen. Aber das muss ich später machen. Dann haben wir hier so eine kleine Nische gebaut, mit einem Bücherregal. Das heißt, wir können da jetzt auch büchertechnisch was machen für den Spaß. Und ich habe das eine Bad vergrößert. Habe noch eine zweite Toilette reingebaut. Hier würde ich gerne als nächstes einen Spiegel und ein Waschbecken noch hinbauen. Aber das muss quasi bis zum nächsten Tausender warten, so ungefähr. Und ja, für den Moment bin ich ganz zufrieden, glaube ich. Isabel mag das tatsächlich sehr gerne, ihr Outfit, offensichtlich. Ihr gefällt der Job, glaube ich, richtig, richtig gut, den sie hat. Also was mir gerade mal auffällt, alltägliche. Nimm mal die Deko ab, das habe ich gerade noch gesehen. So, ach, wir müssen hier noch das Ding zurückstellen, sehe ich gerade. Das muss ich noch mal umstellen. Das kann ich aber auch so umstellen. So kann wahrscheinlich keiner mehr vorbei. Dann stelle ich das jetzt hier hin. Und ich weiß, du schläfst gerade, das ist gerade doof, ne? Machen wir das so. Schräg ist zwar auch ganz schön, aber das Problem ist, dass uns dann einfach viel, viel Platz flöten geht, ne? Oder noch eine andere Idee. Wir können auch einfach den sozusagen als Raumtrenner hier hinpacken. Und dann jetzt wird das geht noch ein Ticken dazu. Ich hoffe, die kommen dann noch durch. Isabel, warum? Ist mal was. So, Evelyn, hier sind irgendwie noch Käsecracker. Ich dachte, du hast geschlafen. Geht sie hoch? Käsecracker essen. Du merkst, der Arme muss wieder zur Arbeit. Jetzt haben wir zwar oben nichts gebaut, aber jetzt haben wir eine Toilette wenigstens mehr. So, du hast deine Zusatzaufgaben abgeschlossen. Du bist ja klasse, kleiner Mann. Stinkt es ein wenig an, dass wir das hier nicht wirklich platzieren können. Ich glaube, jetzt bist du müde. Schlafen, okay. Dann schlaf jetzt erstmal und danach. Oder auch nicht. Warum schläfst du nicht, Evelyn? Wenn du eh nicht schläfst, dann mach Hausaufgaben. So, okay, Hausaufgaben fertig, wunderbar. Zusatzaufgaben hast du nicht.
Genau, dann gehen wir ein bisschen. Ja, gut, dann lies ein bisschen, wenn dir das Spaß macht. Immer zu. Michael, wenn du müde bist, dann ab ins Bett. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Quatsch, du bist klug genug. So ein Quatschkind. Pass mal auf. Max hat etwa 30 Minuten Mittagspause. Magst du mal Karriere-Ratschläge? Na. Pass auf, du machst Hausaufgaben. Und dein Bruder hilft dir. So, und dann klappt das auch mit den letzten Hausaufgaben. So, und du? Gehst gleich nochmal. Gehaltserhöhung bekommen. Michelle hat aufgrund einer herausragenden Arbeitsleistung als Imbisskassiererin eine Gehaltserhöhung bekommen. Juhu! Sie erhält jetzt 10 Simoleons mehr pro Stunde. Außerdem hat sie 1200 bekommen. Okay. Okay, nicht schlecht. Kleiner Mann, bist du jetzt fertig mit Hausaufgaben eigentlich? Zusatzaufgaben. Komm, mach nochmal die Zusatzhausaufgaben. Da hilft er dir jetzt auch noch schnell. Und dann hast du das auch geschafft. Siehst du. Und danach? Magst du vielleicht noch mal was kochen? Gerne was für alle. Noch eine Partygröße. Dir das so gut noch geht? Dann kannst du gleich noch was essen und dann. Max hat heute 152 mit nach Hause gebracht. Okay. Das hat sich ja noch mal richtig gelohnt, wa? 2 Tage. Jetzt geh aber schlafen. Willst du ein Buch lesen? Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen, du hast dir das verdient. Oh, ich sehe gerade, hier müssen wir nochmal. Da mischen wir nochmal. Dann würde ich sagen, will ich noch mal einmal ein klein was verändern. Und zwar hätte ich dann, glaube ich, nämlich doch noch ganz gerne eine Dusche. Jene 7.
glaube, die finde ich ganz gut. Dass wir hier das nochmal einmal ein bisschen anders machen. So. Und kriegen wir noch so ein Fenster hin? Können wir noch ein Fenster einbauen? Dann haben die eine Dusche und zwei Toiletten und zwei Waschmöglichkeiten. Kriegen wir dann auch noch mal das ein zweites Mal hier hin. Das schaffen wir auch noch. Okay, schaffen wir dann auch noch einen Spiegel. Vielleicht. Wir sind da. Warum nicht? Wie ist eine Zimmerwand? Es ist eine Zimmerwand. Was möchtest du von mir? Dann muss ich es anders machen. Der erkennt das irgendwie nicht als Wand an. Warum eigentlich nicht? Vielleicht ist das Ding nicht breit genug. Nee, stopp. Vielleicht ist es als Wand nicht breit genug. Dann machen wir es andersrum. Eine Idee. Nimmt das wahrscheinlich nicht an, weil das zu bisschen klobig, ne? Dann nehme ich glaube ich doch den hier. So. Machen wir hier noch? Ein bisschen Halbwand rein. Okay. Glaube ich ganz gut, ne? Quatsch. So, Zusatzaufgaben abgeschlossen. Na, siehst du, kleiner Mann. Guck mal, und jetzt kannst du dir was eingerichtet nehmen.
Wie sieht denn das hier oben aus? Mal nicht schlecht. Oh, es ist irgendwie auch schon wieder gleich um 11. Bei denen. Sie freuen sich total über das Bücherregal. Isabel, geh mal schlafen. Du musst nämlich als erstes wieder raus, glaube ich. Genau. Geh schlafen. Geh schlafen. Wo ist sie eigentlich? Sie pennt jetzt im falschen Bett. Siehst du wohl. Dann kannst du jetzt auch schlafen gehen. Okay. Ja, ihr Lieben. An der Stelle soll es das für diesen Teil auch gewesen sein. Sonst wird das wieder alles viel zu lang. Und mal sehen, wenn wir beim nächsten Mal auch so erfolgreich sind, können wir hier oben weitermachen und die Zimmer nochmal ein bisschen weiter aufteilen. Beziehungsweise wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen mehr Platz. Wir schauen mal, was die nächste Folge so bringt. Wenn ihr wieder mit dabei seid, freue ich mich. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!